Internet haben zwei ehemalige Armeegeneräle, nicht Armeegeneräle, Generäle, Armeegeneral, das war ja der Oberste mit den 4 Sternen, zwei Generäle AD der NVA, jeder einen offenen Brief veröffentlicht, wo sie hier ins politische Geschehen ein bisschen eingreifen. Ich habe mal den einen rausgesucht, der ein bisschen kürzer ist, aufgrund der Temperaturen, aber ist ganz klar, von Generalmajor AD Sebald Daum. Der Mann ist mittlerweile 88 Jahre. Ja, geistig voll da, hat er auf RT ein Interview gegeben. Und wie gesagt, Generäle aus der DDR, das war ja, früher war das ja üblich, dass die Verteidigungsminister irgendwo in Moskau auf der Militärakademie studiert haben. Was wir jetzt so an Verteidigungsministern hatten, das ist übrigens eine lange Tradition in der Bundesrepublik. Seit 1945 hat bis vor 4 Wochen, bis zum Herr, wie heißt er? Ja, genau, zu dem, hat nicht ein Verteidigungsminister Wehrdienst geleistet. Und einer der Herr, ach, jetzt komme ich gar nicht vom Namen, ist mir entfallen, der hat es sogar bis zum NATO-Chef geschafft, damals in den 70er, 80er Jahren. Alles Ungediente. Und von denen müssen wir uns hier führen lassen. Die haben nie einen Kanonenknall in ihrem Leben gehört und sind solche Kriegstreiber geworden. Und deshalb, wie gesagt, den einen offenen Brief von Generalmajor AD Sebald Daum. Mit der Entscheidung des Bundeskanzlers der BRD, Herrn Scholz und seiner Regierung, nun doch der Ukraine 14 Leopard 2 Panzer zu liefern und den anderen Ländern der NATO es zu gestatten, auch diese Leopard Panzer der Ukraine zur Verfügung zu stellen, tritt Deutschland in eine neue Phase der Kriegsbeteiligung gegen Russland ein und verwirklicht so die Aussage seiner Außenministerin, im Krieg mit Russland zu stehen. Mit dieser Entscheidung verlängert Deutschland nicht nur das Sterben in der Ukraine, sondern wird Kriegspartei. Gleichzeitig wird Russland immer mehr zum Feind des deutschen Volkes aufgebaut und man zerstört endgültig all das, was einmal wichtig war in den freundschaftlichen Beziehungen zu Russland, insbesondere im Osten sowie der BRD insgesamt. Ich möchte deshalb an nur einige wichtige Fakten erinnern. Dass die Sowjetunion den größten Anteil an der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus hat, mit über 27 Millionen Toten. Dass nach 1945 die Rote Armee und das sowjetische Volk nicht Gleiches mit Gleichem vergolten und Deutschland mit Hass überzogen haben, wie es zurzeit schon wieder in Deutschland gegen Russland getan wird. Dass die Sowjetunion und Russland entscheidend waren für die Wiedervereinigung Deutschlands, denn ohne ihre Zustimmung hätte es kein einig Deutschland Vaterland gegeben. Dass Russland seine Besatzungstruppen freiwillig im guten Glauben an gute nachbarliche Beziehungen abgezogen hat, während die amerikanischen Besatzungstruppen weiter im Lande sind. Dass Russland zugestimmt hat, dass Deutschland nicht neutral, sondern in der NATO bleiben darf. Dass nicht Russland an die Grenzen Deutschlands oder der EU herangerückt ist, sondern die NATO-Truppen heute an den Grenzen Russlands stehen. Und letztlich sei daran erinnert, dass es die USA und die NATO waren, die 2014 in der Ukraine einen Staatsstreich organisiert, den gewählten Präsidenten außer Landes vertrieben und die Ukraine militärisch aufgerüstet und gegen Russland in Stellung gebracht haben, damit sie 8 Jahre lang Krieg gegen das eigene Volk führen konnte und geführt hat. Hat man das alles vergessen, ist das jetzt der Dank für all das, was die Sowjetunion und Russland für Deutschland getan haben, oder sind wir schon wieder so weit, ein drittes Mal gegen Russland in den Krieg zu ziehen? Sollen deutsche Panzer Leopard wie einst deutsche Tiger gegen Russland rollen? Hat man die Ergebnisse von Stalingrad und Kursk so schnell vergessen oder will man diese Niederlagen revidieren? Nie wieder Krieg galt in Deutschland als ungeschriebenes Gesetz. Nie wieder darf Deutschland deshalb Hass und Kriegsgeschrei gegen Russland die Oberhand gewinnen. Nie wieder darf ein Wollt ihr den totalen Krieggeschrei uns gegen die Völker Russlands aufhetzen. Deshalb erhebe ich meine Stimme zum Protest gegen diese Lieferung von Panzern und anderen schweren Kriegsgerät durch Deutschland, die für die Verlängerung des Krieges und des Mordens in der Ukraine stehen. Mögen die Stimmen der Vernunft die Oberhand gewinnen und mögen unzählige in diesem Sinne mithelfen, den Krieg zu verhindern. Dankeschön. Danke.